Meine Damen und Herren, Feel Free OLD ist nicht irgendeine Oldenburger Stute. Sie hat Bronze errungen auf dem Oldenburger Brillinatring in Rastede im Jahr 2016, wurde dann Vierte im Landeschampionat, Vierte im Bundeschampionat der dreijährigen Stuten und Wallache. Und ich darf Ihnen natürlich auch Ihre Reiterin vorstellen. Herzlich willkommen in Oldenburg, Bernadette Brune. Dein Applaus. Bernadette Brune, meine Damen und Herren, und Feel Free OLD werden jetzt ein paar Lektionen zeigen und werden Ihnen zeigen, wie man ein junges Dressurpferd ausbildet. Und dafür haben wir, das hat Wolfgang Kone schon gesagt, keinen geringeren als den Herr der Dressur in Deutschland. Er war selbst jahrelang Dressurreiter, aber auch Springreiter, Vielseitigkeitsreiter. Er kennt also alle Facetten und trainiert mittlerweile oder trainiert seit vielen Jahren Dressurreiter aus der ganzen Welt und ist an der Seite von Monika Teodorescu bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung als Disziplintrainer Dressur für den Olympiakader, also für die Besten der Besten verantwortlich. Und er hat gesagt, natürlich komme ich nach Oldenburg und werde dieses Training kommentieren. Begrüßen Sie ganz herzlich Bundestrainer Johnny Hilberath. Herzlich willkommen. So, jetzt gehe ich einmal zu ihm, denn er möchte Sie mitnehmen auf die Reise durch die Dressurausbildung. Und wenn er es nicht weiß, wer dann? Lieber Herr Hilberath, was werden wir sehen? Ja, wir werden altersgemäß die Ausbildung eines sechsjährigen Dressurpferdes sehen. Wie Sie ja schon angekündigt haben, ist diese Stute schon hoch erfolgreich in Jungpferdeprüfung gestartet, viele Meritenerrungen und Medaillen, weil dieses Jahr Finalistin bei der Weltmeisterschaft in Ermelo. Und was Bernadette und mir eben sehr wichtig ist, dass jedes Pferd nicht nur feel free, sondern jedes Pferd eben alters- und pferdegerecht ausgebildet wird. Und ich hoffe, wir können Ihnen heute Abend einen kleinen Einblick geben von dem, was uns wichtig ist und was unser Anliegen ist. Und Sie können, glaube ich, jetzt schon ganz gut erkennen, wie schnell das Pferd Vertrauen fasst zur Reiterin und zu sich selber kommt, sich in der Atmosphäre gut schnell akklimatisiert. Und auch das ist ein Ergebnis der Arbeit, der Durchlässigkeit und eben der Ruhe, die letztendlich auch das Training und die Ausbildung dem Pferd geben soll. Bernadette fängt gleich mit Seitengängen an, was das Pferd, muss man sagen, sehr gut macht. Wenn das Pferd einen unheimlich guten Grundschwung, taktsicheren Trab hat, eine ganz, ganz hohe Elastizität in der Oberlinie und demzufolge fällt es dem Pferd natürlich leicht, wobei ich das gar nicht jetzt an diesem Pferd alleine aufhängen möchte, weil man muss schon sagen, die Feel Free ist was Besonderes. Hat man im Leben als Reiter nicht zu oft, was sie aber nicht entmutigen sollte, viel hier mitzunehmen, weil die Durchlässigkeit und die gute Ausbildung kann auf jedes Pferd übertragen werden. Und das ist eigentlich die Botschaft. Und das ist das Wichtigste überhaupt im Training von Dressurpferden, von Pferden im Allgemeinen. Und das gibt letztendlich auch die Qualität ins Pferd und die Gelassenheit, die es jetzt sehr gut demonstriert bekommt von Bernadette und eben auch die Freude am Reiten und am Ausbilden. Und das ist eben alles, was nachher das gute und erfolgreiche Reiten auch ausmacht. Und Sie sehen dieses Wechselspiel von Versammlung und Dehnung und das Pferd ist die ganze Zeit wunderbar im Gleichgewicht und am Sitz des Reiters sehr konzentriert, trotz der Atmosphäre hier. Und wie gesagt, all das ist ein Resultat der täglichen Arbeit, der Durchlässigkeit. Und ja, wir sind auch ein bisschen stolz auf unser Produkt, kann man sagen, weil das Ambivalente, wenn Sie so wollen, an der ganzen Geschichte ist, ja, wir haben heutzutage sehr qualitätsvolle Pferde, sehr feinnervige Pferde mit einer ganz großen Grundelastizität und es ist nicht immer ganz unkompliziert, sondern ganz einfach
sich auf diese hochgetunten Pferde einzustellen. Und die Feel Free zum Beispiel ist dafür ein gutes Exempel. Ein Pferd mit ganz viel Grundnerv und sehr viel Sensibilität, die aber eben, wie gesagt, über diese systematische, über das systematische Aufbautraining sehr viel Grundvertrauen bekommen hat und ein sehr gutes Körpergefühl, eine sehr gute Athletik bekommen hat. Und ja, das zahlt sich aus, zeichnet sie jetzt aus. Sie hat schon viele große Arenen, kann man sagen, gesehen und präsentiert sich eigentlich jedes Mal mit einer ganz hohen Zuverlässigkeit und Rittigkeit und einer Präsenz. Ja, das, auch das muss sie lernen. Gutes Training heute Abend, sehr gut. Ja, Grundgaloppade von dem Pferd auch vergleichbar mit dem Galopp. Ganz große Elastizität, eine sehr gute Frequenz, aktives Hinterbein, tätiger Rücken, Schulterfreiheit, also alles, was man sich im Grunde genommen für ein gutes Dressurpferd und auch eben für die Ausbildung wünscht. Feel Free ist schon so ein kleines Chucken ihrem Alter voraus und zwar nicht, weil das forciert wurde, sondern weil das Pferd, sehr guter Wechsel, Bernadette, weil das Pferd eine sehr gute Grundbalance, also ein sehr gutes Grundgleichgewicht hat und es ihr dadurch sehr leicht fällt, eigentlich so spielerisch in die versammelten Lektionen reinzugehen. Also wir haben seit 2-3 Monaten so ein bisschen eben angefangen in Richtung BBS, also Jungpferde-S zu arbeiten und wirklich alles sehr spielerisch, aber bis jetzt haben wir noch keine Barriere getroffen. Wenn Sie das Pferd so in der Oberlinie beobachten, dann sehen Sie, dass das Pferd sehr gut zur Reiterhand verbunden ist. Der Hals ist nicht zu hoch aufgesetzt, eher so ein bisschen flacher, passend zum Rücken, sodass das Pferd sich gut ausbalancieren kann, den Reiter gut trägt. Sehr guter Wechsel wieder. Prima, Bernadette. Genau, lässt sie wieder ein bisschen runter. Und das ist so ein bisschen ganz besonders mein Anliegen, meine Philosophie, dass man mit der Körperspannung des Pferdes spielen kann. Genauso wie der Sportler, der Mensch, also der Athlet, seine Körperspannung unterschiedlich einsetzen können muss, so muss es eben auch das Pferd, dass man es quasi an- und ausstellen kann. Dass das Pferd eben nicht permanent unter Spannung und unter Stress läuft, sondern, wie gesagt, immer einen positiven und einen offenen Kopf behält und Freude an der Arbeit. Gut, Bernadette, vielleicht noch einmal ganz kurz den Trab präsentieren. Wenn du dich wohl dabei fühlst, einmal so kurz ein bisschen die Versammlung im Trabe andeuten. Und ich glaube dann, was ich eingangs schon sagte zum Trab, fährt mit einer sehr, sehr hohen Grundschwingung, einem guten Gleichgewicht, schnellem, aktiven Hinterbein. Und auch das fällt dem Pferd leicht und ist ihr quasi in die Wiege gelegt. Ja, ich glaube, Bernadette, das lassen wir gut sein, wenn es geht, sie noch einmal ein bisschen in die Tiefe lassen. Ich hoffe, Sie hatten so einen kleinen Einblick von dem, was uns wichtig ist, was unser Anliegen ist und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Und bevor Sie gehen, Herr Hilberath, kommen Sie noch einmal ganz schnell zu mir. Vielen herzlichen Dank an Bernadette Brune für die Vorstellung, meine Damen und Herren. Sie hat 2017 eine Anlage im Ammeland gekauft bei Westerstede, wo sie sich der schonenden Ausbildung von Dressurpferden verschrieben hat. Können Sie besuchen unter www.gestüt-brune.de, finden Sie alle Informationen. Sollten Sie unbedingt machen. Herr Hilberath, wenn wir Sie schon einmal hier haben, als Herr des Olympiakaders nächstes Jahr Tokio und so, kommen wir mit einer Goldmedaille zurück?
Das ist das Anliegen. Das ist unsere Vorgabe und unser Bestreben und wir werden alles dafür tun. Wir nehmen Sie in die Pflicht. Herzlichen Dank. Noch einmal vielen herzlichen Dank an Feel Free, an Bernadette Brune und an Johnny Hilberath. Danke sehr. Tja, verehrte Gäste, Dressursport auf allerhöchstem